Im Prinzip sind das ja nur die Anfänge, die wir jetzt haben mit unserem Sieben-Zonen-Topper. Wir gestalten also das Zimmer zu einer Art Showroom und da sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Oder? Rein theoretisch kann man alles Mögliche verkaufen, von Möbeln über Gemälde, könnte mal eine Kaffeemaschine gesponsert werden, Figuren beispielsweise. Es können auch zum Beispiel neue Getränke sein, die auf dem Markt eingeführt werden und die der Hotelier dann einfach kostenlos als Giveaway für sich bekommt und damit den Mehrwert hat, dem Kunden etwas zu schenken. Also der Eintritt ist eben der, dass man sich die Sieben-Zonen-Topper ins Bett tut, damit Aufmerksamkeit beim Kunden erregt, beim Gast. Aber eigentlich ist diesem Konzept Showroom im Hotel sind keine Grenzen gesetzt.